Der Bericht von Stefan Hüpper über die Arbeit von Dekasim LJ im CQDL, dem Fachblatt der Funkamateure in Deutschland, macht einfach neugierig. Und da per du der ganz in meiner Nähe seine Antennenanlage, der, man kann schon sagen, Superlative hat, musste ich ihn einfach besuchen, um mir und euch einen Eindruck zu geben, was Funkamateure zu leisten vermögen. Hier in der Clubstation DL0 SHF. Wir beschäftigen uns, wie das Rufzeichen ja schon sagt, vor allem mit höheren Frequenzen. Hier auf dem Gelände befinden sich mehrere große Parabolspiegel, ein 9-Meter-Spiegel, zwei 7-Meter-Spiegel, ein 6-Meter-Spiegel und ein 4-Meter-Spiegel. Die sind alle auf verschiedenen Frequenzen in Betrieb. Wir beginnen mit 1,2 GHz, 2,3 GHz, 8 GHz. Da wird der ein oder andere sich wundern, das ist doch gar keine Amateurfunkfrequenz, da sage ich nachher was zu. 10 GHz und 24 GHz und im Bau ist im Moment 47 GHz. Von all diesen Spiegeln aus werden ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Und zwar sowohl Amateurfunk als auch andere Dinge, die etwas mit Funk zu tun haben, aber nicht direkt mit Amateurfunk. Fangen wir mal mit der Amateurfunknutzung an. Angefangen haben wir hier mit EME auf 1,2 GHz. Zurzeit ist die EME-Station, wird von dem 9-Meter-Spiegel ausgemacht. Und wir haben Transistor-PA direkt am Feedhorn, die macht 2,4 Kilowatt. Und die Eingangsempfindlichkeit liegt bei einer Rauschzahl von 0,2. Die Station ist komplett fernbedienbar, das heißt sowohl der Transceiver als auch die Spiegelsteuerung können komplett über das Internet gemacht werden. Das gilt auch für alle anderen Spiegel. Von diesem 9-Meter-Spiegel mit 1,2 GHz werden außerdem radioastronomische Messungen gemacht. Da haben wir einen Funkamateur, den DR5DU, der da ganz spezielle Hobbys hat und der das besonders in diesem Bereich betreibt. Das Schöne an dieser Station ist an sich, dass hier relativ viele Leute mitarbeiten. Das sind auch nicht alles Funkamateure, sondern das sind Leute, die Rechner benutzen für die unterschiedlichsten Dinge und über diese Rechner dann auf die Technik hier zugreifen können. Das heißt, die gesamte Software, die hier läuft, ist von Leuten geschrieben, die hier mitarbeiten. Die Steuerungssoftware für die Transceiver, die Steuerungssoftware für die Motoren, für die Spiegel und auch alles, was hier sonst noch so an Software in Betrieb ist, ist fast alles selbst geschrieben, bis auf das Betriebssystem. Wir arbeiten hier mit XP Professional und werden wohl im nächsten Jahr anfangen, umzusteigen auf Windows 7. So, kommen wir mal zum nächsten Frequenzbereich, 2,3 GHz, das ist ein 6-Meter-Spiegel. Da wird auch im Wesentlichen erstmal wieder EME gemacht. EME am Feed mit einem transistorisierten Verstärker mit 1,2 Kilowatt Ausgangsleistung und einer Rauschzahl von 0,4. Neben EME werden von dieser Station auch Satelliten beobachtet, Raumflugkörper, die im Wesentlichen in zwischen 600 und 800 Kilometer Entfernung die Erde umkreisen. Einen von diesen TUPSAT können wir von hier selbst steuern, das heißt, wir sind die Bodenstation für diesen Satelliten. Der Satellit gehört der Technischen Universität Berlin. Das ist schon der zweite Satellit, den wir für diese Universität als Bodenstation bedienen. Das hat für uns den großen Vorteil, wir können auch selbst alles das, was über den Satelliten reinkommt, benutzen. Auf dem Satelliten befinden sich zwei Kameras. Eine Kamera mit einem 1000 mm Objektiv und eine Kamera mit einem 50 mm Objektiv. Und die Kameras selbst, sie können nicht bewegt werden, sondern man muss den ganzen Satelliten bewegen.
Dabei bringt man ihn nicht von seiner Bahn ab, sondern man bewegt ihn auf seiner Bahn durch Drallräder, die an Bord sind und in allen drei Ebenen. Und wenn man diese Räder zu drehen beginnt, elektrisch natürlich, dann bewegt sich der Satellit in die umgekehrte Richtung und das sieht man dann eben entsprechend, dass das Bild und der Kameraausschnitt sich entsprechend verändert. Es ist nicht ganz einfach, die Bedienung, weil meistens guckt man halt in den Weltraum und dann auch tatsächlich die Erde zu finden und dann auch noch das Teil der Erde zu finden, wo man gerne hingucken möchte, das ist schon nicht so ganz einfach. Aber das macht viel Spaß und bringt auch eine Menge Erkenntnisse. Das ist, sind die Steuergeräte für die Antennen. Das war jetzt welcher Frequenzbereich? 8 GHz und 10 GHz. Okay. Kommen wir als nächstes zum 8 GHz-Spiegel. Wie ich vorhin schon sagte, befindet, ist das ja kein Amateurband. Wir beobachten in diesem Band Raumsonden. Zum Beispiel die Stereosonden der NASA, dann Cassini-Sonde, Mars-Sonden und empfangen die Signale und leiten sie weiter an die NASA. Wir sind eine offiziell registrierte Bodenstation der NASA und sind auch auf deren Seiten als Bodenstation mitgeführt. Mit diesem Spiegel arbeiten wir also überwiegend für die NASA, führen aber auch selbst für uns Messungen durch und das sind Objekte, zum Beispiel die Cassini-Sonde, die Cassini-Sonde, die Signallaufzeit von der Cassini-Sonde bis hier ist zurzeit etwas über 2 Stunden. Und damit kann man sich dann also ungefähr vorstellen, bei Lichtgeschwindigkeit, wie weit das Objekt entfernt ist und wir können das hier also noch empfangen. Der nächste Spiegel ist 10 GHz, das ist auch wieder ein 7 Meter Spiegel. Hier machen wir wieder EME, Sendeleistung 1 Kilowatt am Feed. Und Eingangsempfindlichkeit ungefähr 0,8 dB. Dann haben wir noch einen Spiegel 4 Meter für 24 GHz. Und hier wird im Wesentlichen EME gemacht. Leider gibt es auf der ganzen Welt im Moment nur 5 Stationen, mit denen man Kontakt aufnehmen kann. Und mit denen haben wir natürlich auch schon Kontakt gehabt. Trotzdem ist es interessant bei unterschiedlichem Wetter. 24 GHz ist sehr, sehr abhängig vom Wetter, also vom Zustand der Atmosphäre. Ist es sehr interessant, bei verschiedenen Wetterlagen zu testen oder auch das Sonnenrauschen oder das Mondrauschen zu messen. Und da kann man sich dann also auch mit sich selbst beschäftigen, ohne dass man einen Partner hat. Im Bau ist im Moment eine Station für 47 GHz. Leider gibt es da im Moment überhaupt keine Partner. Aber wenn wir dann erstmal fertig sind, hoffe ich, dass wir dann vielleicht auch jemanden finden. Übrigens, die Sendeleistung auf 24 GHz beträgt zurzeit 30 Watt. Und im Bau ist im Moment eine Station für 250 Watt. Alles, was man hier an technischem Equipment sieht, ist entweder selbst gebaut oder irgendwo gebraucht beschafft. Hier vor allem Messgeräte und dann für die Zwecke, die wir hier haben, umgebaut. Ein besonderes Problem, besonders bei den Raumsonden, ist die Frequenzgenauigkeit, weil der Doppler-Effekt dieser Stationen durch sehr, sehr viele Faktoren beeinflusst wird. Es ist teilweise sehr, sehr schwierig, vorher genau auszurechnen, auf welcher Frequenz das Signal hörbar sein müsste. Deswegen haben wir hier auf dem ganzen Grundstück eine Standardfrequenz, die ist Rubidium-Standard kontrolliert. Und alle Mischfrequenzen, jeder Oszillator, also in jedem Empfänger, in jedem Konverter, wird von dieser Standardfrequenz, das ist 5 MHz, abgeleitet. Auch alle Messgeräte, die entsprechend angebunden werden können, sind daran angebunden. Also wir haben einen Standard, einen Frequenzstandard für alle Geräte hier auf dem Grundstück. Der ist entweder, wie ich schon sagte, Rubidium angebunden oder GPS angebunden. Mitarbeiten tun hier zum einen Funkamateure, zum anderen Leute aus dem Bereich Programmierung, PCs, Radioastronomie. Also es sind ganz unterschiedliche Leute, die hier zusammenkommen. Die müssen alle nicht vor Ort sein, sondern die sind alle per Netzwerk mit der Station hier verbunden. Heutzutage über VPN. Als wir angefangen haben damit, vor 15 Jahren, haben wir uns unsere Netzwerkanbindungen drahtlos selbst gebaut. Damals bis zu 60 Kilometer entfernt mit einer Bandbreite von 3 Megabit. Das war für damalige Zeiten ungeheuer. Heute liefert das Internet Bandbreiten, die auch für diesen Betrieb ausreichend sind. Damit ist es sehr viel einfacher geworden. Die am weit entferntesten Mitarbeiter hier sitzen zurzeit in Amerika.
Wir haben relativ viele in Deutschland, in verschiedenen Orten wie zum Beispiel Köln oder Aachen. Das sind alles ehemalige Schüler von mir, die mittlerweile entweder studieren oder aber längst im Beruf sind und weiter an dieser Geschichte mitarbeiten. Wir sind immer auf der Suche nach Interessierten. Das Problem ist immer, dass die ganze Anlage beim ersten Anblick sehr, sehr komplex wirkt und eher abschreckt. Das gibt sich an sich immer dann, wenn man erstmal sich dazu entschieden hat, hier mal etwas näher reinzuriechen, dann findet man seine Ecke, wo man selbst so Lust hat. Und dort entwickelt man sich dann eben. Trotzdem ist es sehr, sehr schwierig, Leute zu finden, die bereit sind, in ihrer Freizeit hier ihre Zeit zu verbringen und hier eben mitzuarbeiten. Und diejenigen, die hier mitarbeiten, der Altersschnitt wird leider immer älter. Wir freuen uns über jeden, der sein Interesse an der Mitarbeit in dieser Station bekommen wird. Auf diesen Monitoren werden die Signale der Raumflugkörper, die sehr schwachen Signale der Raumflugkörper, verfolgt und gemessen. Das ist das Steuergerät für die 10 GHz EME-Station. Dieser ganze Teil gehört zur Frequenzaufbereitung und zur Datenaufbereitung für die an die NASA abgegebenen Daten. Im unteren Teil befinden sich die Rechner. Wenn du da einfach mal rüber guckst, das ist das Rechenzentrum der ganzen Station. Linke Seite? Mitte? Mitte. Mitte. Und, ja, und rechts, alles an sich, die ganzen drei, das ist das Rechenzentrum. Okay. 24 GHz, oder? 24 GHz CBT, 250 Watt. Mhm. Ui. Das ist der Transverter 24 GHz. Umgebaut aus einer Handy-Verbindungsanlage, also die von diesem Turm, ne? Okay. Also Werkstatt. Hier ist die Werkstatt, hier wird gebaut.
Die Dreheinrichtung für diese Spiegel muss sehr, sehr stabil sein, weil die Kräfte, die auf den Spiegel wirken, doch sehr bei Wind sehr beträchtlich sind. So ein Spiegel wiegt alleine mehrere Tonnen. Und wenn dann der Wind in diese Fläche von 6 oder 9 Meter richtig reingreift, dann muss man also schon einen sehr, sehr stabilen Antrieb haben. Wir haben lange gesucht danach. Dieses hier ist ein Drehkranz vom Leopardpanzer mit dem entsprechenden Antrieb dazu. Und das ist dann stabil genug. Er wird auf 100 Grad genau geführt.